Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, einem neuen Projekt, einem neuen Let's Play. Den Namen sieht man hier leider nicht, weil irgendwie hat wohl kein Intro, keine Ahnung. Das Spiel heißt Eron und es ist, wie man sieht, ein 2D Jump'n'Run Plattformer, ähnlich wie Cave Story. Oder, ja, nicht wirklich ähnlich wie Cave Story. Es gibt ein paar Unterschiede, es gibt, soweit ich weiß, keine Waffen. Dafür gibt es zwei Ebenen. Gut, hier sieht man noch nicht ganz, was die sollen, aber hier sieht man's. Diese Plattform da rechts, wenn ich da einfach drauf springe, dann falle ich runter, wie gerade eben ganz links. Wenn ich aber die Ebene wechsle, per Tastendruck, dann bin ich in der richtigen Ebene, also in der gleichen Ebene wie die Plattform und kann da entsprechend rüberspringen. Bevor ich jetzt groß weitermache, das ist eigentlich relativ selbsterklärend, möchte ich ein fettes Danke aussprechen an den Herrn Prinzbuckel, der mir dieses Spiel geschenkt hat. Vielen Dank dafür. Und genau, ich hoffe, ich werde nicht allzu sehr frustriert, denn dieses Spiel ist, so wie ich das gelesen habe, bockschwer. Und ja, schauen wir mal, wie oft ich versage. Ich nehme mir das Recht heraus, die Folgen nicht regelmäßig zu bringen, sondern wenn ich halt irgendwo hänge, dann müsst ihr halt eine Weile ohne extra Folgen auskommen. Leider hat dieses Spiel auch ein paar Bugs. Zum Beispiel kann ich jetzt gerade, warum auch immer, die Ebene nicht mehr wechseln. Deswegen muss ich mich kurz selber töten. Und danach geht's aber dann auch schon wieder. Zum Glück sind die Abschnitte nicht allzu besonders groß. Hier hat man gerade gesehen, was passiert, wenn ich da durchfalle. Ich bin einfach tot. Ja, genau. So viel dazu. Ich sollte mir vielleicht mal merken, dass das eine gemeine Stelle ist. Was ich hier nicht. Okay, wie mache ich das? So mache ich das. Genau. So ist gut. Und hier ist die Sache andersrum. Hier muss ich dann nachher wieder drauf. Auf die Ebenenwechseltaste. Hier dann entsprechend den Sprung rüber wechseln. Oh, was ist das? Das sieht interessant aus. Je näher ich rangehe, desto dunkler wird es. Okay. Interessant. So, und man hat es gerade schon erahnen können, glaube ich. Es gibt eine kleine Besonderheit. Wenn ich in diese Kugel von unten hereinspringe und dann gehen die nicht nur kaputt, sondern wenn man es richtig macht. Ich weiß allerdings nicht genau, wie man es richtig macht. Ich habe so ein bisschen ein Gefühl. Allerdings habe ich keine Ahnung, woran das liegt. Das ist halt meistens, wenn ich es mache, klappt. Ich habe da ewig rumprobiert. Ja, bis es endlich mal geklappt hat. Ich habe, wie gesagt, das Spiel halt auch schon ein bisschen gespielt. So, ja, die ersten zwei Abschnitte, glaube ich. Um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Leider konnte ich die Save Games von Steam nicht wirklich zurücksetzen, sodass halt am Anfang, glaube ich, eine Kleinigkeit ein bisschen anders war. Normalerweise ganz am Anfang läuft man erst ganz langsam, statt direkt so schnell. Aber das ist eigentlich nicht weiter wild. Wo war ich gerade? Ach ja, genau, die Kugeln. Die Kugeln muss man zerstören, damit dieser rote Blitz, den man gerade am Ende kurz gesehen hat, komplett weggeht. Das heißt, ich kann jetzt einfach zum Beispiel hier runterhüpfen, wenn ich will. Ja, ich muss sie ja nicht kaputt machen, die Kugel. Aber wenn ich das dann mache, dann wird halt leider der rote Blitz, der da rechts irgendwo kommt, vermutlich. Genau der da. Der ist halt noch da, solange es hier noch Kugeln gibt. Und wie komme ich da jetzt zurück? Ich könnte versuchen, auf die Kugel drauf zu springen. Das wird aber bei der schmalen Plattform nicht klappen. Ich werde versuchen, mich mit der unteren Kugel hoch zu pushen, um die obere zu erreichen. Hat leider nicht gereicht. Es geht. Ich weiß, dass es geht. Ich habe es schon gemacht. Ich habe auch vorhin schon mal eine Runde hier aufgenommen. Allerdings habe ich irgendwie ich habe dem Spiel gesagt, es soll in 720p laufen. Mein Monitor ist deutlich größer als 720p, also ist das Spiel irgendwie in 720p hochskaliert auf meine Monitorgröße gelaufen und ich habe halt nur die linken oberen 720p aufgenommen und deswegen war das alles ein bisschen blöd. Und warum klappt das gerade nicht? Das war dämlich von mir. Deswegen darf ich jetzt die ganze Aufnahme nochmal machen. Yay! Das waren immerhin nur die ersten beiden Abschnitte. Das macht es ein bisschen weniger wild. Das waren nur 20 Minuten, zwei Folgen. Jetzt hat es geklappt. Genau so wollte ich das. Warum hat es nicht vorher geklappt? Wie gesagt, dieses Hochschleudern, meistens klappt es, wenn ich es will. Aber halt eben auch nicht immer und leider weiß ich nicht.
ich konnte nicht selber rausfinden und ich konnte auch kein Tutorial finden darüber, wie das funktioniert. Genau. Deswegen ist es so ein bisschen eine Glückssache. Also meistens, wie gesagt, funktioniert's, aber halt manchmal eben dann auch leider noch nicht. Gut, das war jetzt ein sehr kurzer erster Abschnitt. Aber dabei möchte ich es dann eigentlich auch schon belassen für die erste Folge. Weil, dieses Spiel, wie gesagt, ist relativ schwer. Ich werde öfter mal wahrscheinlich Pausen machen müssen, mehrere Tage aussetzen und probieren, wie ich weiterkomme und üben. Weil es einfach stellenweise richtig sauschwer ist und ich euch den das ersparen will, mir dazu zu schauen, wie ich versage. Und deswegen geht's dann beim nächsten Mal hier weiter mit den rauchenden Häusern. Wobei, ach komm, den ersten Abschnitt mache ich noch. Und man sieht auch, hier wird dann das Ebenen-Ding noch ein bisschen weiter ausgekostet und ich glaube, das wird noch ein bisschen, jetzt spinnt die Steuerung. Was zur Hölle? Mit der Tastatur geht's auch nicht? Was ist da los? Das ist das Spiel. Wie kann ich jetzt sterben, bitte? Ich würde gerne sterben. Ich könnte versuchen, in den vorherigen Level und dann in den nächsten Level zu gehen. Ja, genau, das kann ich. Man kann nämlich die Levels frei auswählen, die man schon mal gemacht hat. Gut, aber nee, wie gesagt, also das war jetzt der erste Abschnitt. Das hier ist schon der zweite. Den wollte ich eigentlich in die zweite Folge packen, aber da die erste bisher so kurz war, na gut, was soll's. Mach ich den eben noch fertig. Werden wir beim nächsten Mal sehen, wie ich wahrscheinlich im weiteren zweiten Abschnitt ziemlich versage, schätze ich mal. Nämlich hier. Bis dahin. Tschüss.